Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Anleitungsvideo, das zeigen soll, wie man sich den grafischen Taschenrechner TI-83 zur Arbeit am Computer oder Notebook aus dem Internet herunterlädt und einrichtet. Ich habe diese Seite hier gefunden, Link in der Beschreibung. Hier ist eine kurze Beschreibung, wie man also rankommt an das Teil. Erstmal den Menüpunkt Calculator aufrufen, dann auf Download gehen. Wir sehen hier unten, ich habe schon mal probiert, wir sehen hier unten, das ist jetzt heruntergeladen. Hier hinten auf diesem Link kann ich zeigen, wohin diese Datei geladen wurde. Natürlich in den Downloads-Ordner. So, und von hier kopiere ich jetzt diesen Ordner, beziehungsweise gehe ich in den Ordner und diesen Ordner kopiere ich mir auf einen USB-Stick. Zum Beispiel auf den oder an eine andere Stelle. So, da ist er. Ja, und jetzt kann ich hier mit den Dateien in diesem Ordner einfach arbeiten. Ich klicke auf VTI 83. Der grafische Taschenrechner startet. Alles klar. Ich kann mit dem grafischen Taschenrechner genauso arbeiten, wie ich das vom Taschenrechner gewohnt bin. Also natürlich einschalten und diverse Berechnungen durchführen oder in Menüs gehen und vieles andere mehr. Dazu folgen dann im Weiteren entsprechende Anleitungen. Das war's noch nicht ganz. Mit der rechten Maustaste öffnet sich das Kontextmenü und hier vor allem wichtig verschiedene Möglichkeiten. Wenn ich in dem grafischen Taschenrechner was gespeichert habe, kann ich den grafischen Taschenrechner beenden und den aktuellen Status dabei speichern. Das heißt, beim nächsten Start des Taschenrechners hat der die ganzen Daten also wieder zur Verfügung. Oder ich verwerfe alles, was ich getan habe, dann bekomme ich praktisch einen frisch gestarteten Taschenrechner. Ich kann natürlich hier auch verschiedene Oberflächen einstellen, aber interessanter sind mit Sicherheit, warum kann ich jetzt keinen Screenshot nehmen? Das ist natürlich schade. Die Möglichkeiten hier, das auch zu installieren. Aber ja, schaue ich mal, Take Screenshot fehlt. Aus welchen Gründen kann ich jetzt nicht sagen. Mist.